Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Das letzte Mal haben wir dieses wunderbare kleine Wesen kennengelernt. Ein Göttling. Ich weiß noch nicht, was Göttlinge sind. Werden wir uns auch gleich anschauen. Aber wir gucken erstmal, was hier zu Hansi selbst steht, denn so heißt er. Und ich oute mich schon mal als Hansi-Fan. Als die Kinder auf der Lichtung im Sumpf Geralt zum ersten Mal von Hansi erzählten, hatte der Hexer allen Grund anzunehmen, dass es eine solche Person nicht gab. Es war kaum zu glauben, dass jemand an einem so unwirtlichen Ort wohnen konnte, ohne sofort von Ertrunkenen oder Wasserweibern gefressen zu werden. Deshalb hielt Geralt Hansi lediglich für die Erfindung von kindlichen Fantasien, für einen imaginären Freund der einsamen Waisen. Allerdings wusste er aus jahrelanger Erfahrung, dass er keine noch so kleine Spur ignorieren durfte, deshalb machte er sich im nahegelegenen Sumpf auf die Suche nach Hansi. Wie sich herausstellte, hatten die Waisenkinder nicht gelogen, Hansi gab es wirklich. Er war kein Menschenkind, sondern ein Göttling und gehörte zu einem der seltenen Völker, die in der Wildnis des Festlands leben. Leider hatte Hansi aus Gründen, die er nicht erklären konnte, seine Stimme verloren und konnte deshalb Geralts Fragen nicht beantworten. Nachdem Geralt ihm geholfen hatte, seine Stimme zurückzuerlangen, brach es wie ein Wasserfall aus ihm heraus und er strafte alle Geschichten über die angebliche Zurückhaltung dieser legendären Wesen Lügen. Hansi erklärte sich außerdem bereit, Großmutter zu überzeugen, Geralt zu den Herrinnen des Waldes zu bringen. Okay. So, und jetzt lernen wir noch was über Oma. In Kriegszeiten trifft man viele Leute, die ein grausames Schicksal erlitten haben. Geralt war daher nicht schockiert, als er in den Sümpfen von Velen auf eine Frau stieß, die von den Kindern in ihrer Obhut Oma genannt wurde und offensichtlich fürchterliches mitgemacht hatte. Welche Schatten auf ihr lasteten, um die Waisen, kümmerte sie sich liebevoll und sorgsam. Ja, den Eindruck hatten wir in der Tat auch. Jetzt schauen wir aber nochmal hier ins Bestiarium nach den Göttlingen. Genau. Okay, Silvane gehören auch zu diesen Relikten. Relikte klingt irgendwie komisch. Naja. Also, vor nicht allzu langer Zeit tummelten sich in der Gegend viele Wächtergeister um ländliche Weiler. Heute ist es fast unmöglich, einen Wichtel, Bucker oder Lutin zu sehen. Und Göttlinge sind immer die Ersten, die verschwinden. Das ist der Preis der voranschreitenden Zivilisation. Aus dem Vorwort von »Die Welt, die wir verloren haben« von Professor Dore Gary. Göttlinge werden manchmal auch mit Lutin verwechselt. Sie sind Waldwesen, die in Höhlen und moosbewachsenen hohlen Baumstümpfen am Rande menschlicher Siedlungen wohnen. Sie erinnern von ihrem Aussehen und Verhalten an Kinder und treiben genau wie auch Kinder gerne allerlei Schabernack. Göttlinge sind tief mit ihrer Umgebung verbunden, sorgen sich um diejenigen, die in ihrer Nähe wohnen und beschützen sie. Sie wachen über Menschen und Tiere, aber da sie von Natur aus schlaue Kreaturen sind, versuchen sie, lieber unbemerkt zu bleiben. Göttlinge fühlen sich zu Freude und Unschuld hingezogen, lieben die Gesellschaft von Kindern und zeigen sich deshalb nur den Jüngsten. Diese fleißigen und schlauen Wesen verrichten gerne kleine Dienste für diejenigen, die unter ihrem Schutz stehen und bitten nur um Respekt und Bezahlung in Form von Lebensmitteln oder ausrangierten Werkzeug. Göttlinge schätzen den Frieden und die Ruhe. Wenn in einem Dorf, über das ein Göttling wacht, irgendwann zu viele Menschen leben oder die Bevölkerung die alten Bräuche vergessen hat, verlässt er seinen Bau für immer und zieht an einen anderen Ort. Oh, was für tolle Wesen. Okay, nun aber hinterher, denn Hansi will uns helfen. Eigentlich müsste es ja jetzt gemeinsam in Richtung von Oma und den Kindern gehen. Es ist auch schon langsam Nacht, nicht wahr? Gucken, ob uns noch eine Gefahr auflauert. Ja, es sieht ganz so aus da vorne. Ah, oh, und sogar ein Wasserball. Aufpassen! Ja, ich pass auf. Vorsicht! Das ist nicht dein Tag. Okay, Nummer 1 haben wir. Ich würde lieber erstmal mit dem anderen fertig werden. Okay, jetzt kommt das Wasserweib. So. Oh, hat sie mich doch erwischt. Oh, das ist nicht schön. Okay, die haut irgendwie anders. So muss ich ein bisschen aufpassen. Ah, die haut zweimal zu. Das ist das Problem.
Okay. Wir haben sie aber. Gut. Hansi, kannst kommen. Ich sammle kurz hier noch was ein. Wo ist Hansi jetzt hin? Ah, da. Alles klar. Geht weiter. Aber nicht da durch den Giftnebel. Das wäre nicht so gut, Hansi. Wir sind schon gleich da, wie ich sehe. Sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt, wie Hansi das jetzt anstellt. Okay, da ist die Alte. Die Luft ist rein. Keine Muhme in Sicht. Ich muss der Oma was vorsingen, das beruhigt sie. Aha, die Muhmen sind hier offensichtlich auch ab und an. Wenn die Sonne schlafen geht und die Lichter aus sind, kriecht der Mondschein aus dem Fenster und so sanft träumt das Kind. Du hast deine Stimme wieder. Ja, obwohl ich irgendwo eine Oktave verloren habe. Ich suche sie, wenn ich daheim bin. Du darfst nicht hier sein, Hansi. Hättest nicht kommen sollen. Nur ruhig, Oma. Nicht aufregen. Das bekommt ihr nicht. Tja, was sprechen wir jetzt an? Ah, die Muhmen sind jetzt gar nicht so entscheidend. Wir fragen mal nach Ciri. Die Frau, nach der ich vorhin gefragt habe. Vergib, Oma, aber dieser Mann muss unbedingt mit den Herrinnen sprechen. Das ist nicht erlaubt. Bitte, es ist wichtig. Er wird ganz still sein. Oma, bitte hör zu. Ich habe die kleine verirrte Jadna gefunden, oder? Genny vom Fieber geheilt und nichts verlangt. Nicht mal über meine gestohlene Stimme habe ich mich beklagt. Aber jetzt will ich was, Oma. Hilf dem Mann hier, sonst geht er mir Tag und Nacht auf den Geist. Sogar auf den Pott. Er sucht ein Mädchen und vielleicht wissen die Herrinnen, wo sie ist, hm? Tja, wenn du es so sagst, Hansi, ich werde ihm helfen. Komm mit mir. Oha, jetzt bin ich mal gespannt. Danke, Hansi. Aha. Süß. Okay, es geht. Okay, das ist tatsächlich so eine Art Kirche. Hansi ist ein guter Junge. Aber die Herrinnen mögen ihn nicht. Nein, sie nennen ihn eine miese Kreatur. Wer sind die Frauen auf dem Wandteppich? Das sind die Herrinnen. Die haben wir doch schon mal gesehen irgendwo, ne? Meisterinnen, hört mein demütiges Flehen. Seht einen erbärmlichen Wurm vor euch stehen. Was euch recht ist, soll jetzt geschehen. Du wagst es, uns zu stören, Weib? Jemand spricht durch dich? Hübsch und auch noch schlau. Wo hast du dich versteckt, Jungchen? Ich suche eine junge Frau mit aschblondem Haar. Ihr habt sie gesehen. Wo ist sie? Oh, diese Ungeduld. Vielleicht mag er nur aschblonde Mädchen. Die junge Frau, sie ist meine Ziehtochter. Wen soll das interessieren, wenn sie wohlgeformt ist? Mich. Ah, ein Wunderpunkt. Er blubbert wie Bier mit frischer Hefe.
Oh, genauso mag ich sie. Okay, das sind ja wirklich unangenehme Frauen. Ihr habt sie gesehen. Verschweigt mir nichts. Wie ungehobelt. Na, vielleicht ist es besser so. Sag, wie mutig bist du? Fürchtest du die Bestien des Waldes? Dies sind harte Zeiten, Weißhaariger. Bruder kämpft gegen Bruder. Das Land schwimmt in Blut. Das Böse ist stärker als je zuvor. Eine dunkle Macht ist bei Nineveh erschienen. Sie lebt von Hass und Verachtung. Zerstöre sie, dann erzählen wir dir, was wir über die aschblonde Frau wissen. Dunkle Macht? Da braucht ihr einen Ritter oder Hexenjäger, keinen Hexer. Der Dorfälteste von Niederwürr wird dir alles erzählen. Lass dich von ihm bezahlen, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Unsere Dienerin bringt dir jetzt den Dolch. Einen Dolch? Wozu? Wenn der Dorfälteste den Dolch sieht, weiß er, dass wir dich geschickt haben und hilft dir. Ich rede mit dem Dorfältesten, aber versprechen kann ich nichts. Los, Weib, gib dem jungen Mann den Dolch. Und du, Weißhaariger, kehre erst zurück, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Ja, Herrin, sofort. Bin unterwegs. Dolch, ich muss den Dolch holen. Hier, der Dolch. Die Herrin sagen, ich soll ihn dir geben, den Dolch. Leg den Lohn des Dorfältesten auf den Stein. Steinblank, steinglatt, steinweiß, steinhört. Oha. Wow. Okay. Also, sie wollen uns erst helfen, wenn wir irgendein Bestie töten. Mal sehen, worum es sich dabei dreht. Niederwürr, da waren wir ja schon. Sie putzt hier drinnen. Geh fort. Du solltest nicht hier sein. Ja, ich gucke noch mal ganz kurz, was hier ist. Oh ja. Bücher klaue ich, ne? Hexer, nicht ganz die Teufel, für die man sie hält. Das nehmen wir mit. Vielleicht gibt es hier noch mehr Bücher, aber wohl Insekten liegen sicher keine Bücher. Hier ist noch eine Bodenklappe. Gucken wir mal kurz. Oha. Oha. Oh, das war ärgerlich. Ich wollte eigentlich die Fackel zücken. Was ist denn hier unten noch los? Oh mein Gott. Also Leute, das ist nicht schön, was hier getrieben wird. Ich nehm auch hier nochmal nichts mit. Gut, ich meinte, im besten Falle sind es irgendwelche Fleisch, irgendwelche Tiere, die hier geopfert werden. Aber hier liegen auch Leichen rum. Spricht jetzt nicht gerade dafür. Oh Gott, stellt euch vor, wir würden jetzt hier Kinderleichen finden. Aber möglich wäre es. Naja, okay. Also, da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Also, den... Also, dass die Oma hier quasi nur so manipuliert wird, das glaube ich. Aber diesen drei Frauen, den kann man angesichts dieser Bilder hier eigentlich nicht wirklich vertrauen. Puh. So, ich würde gerne, glaube ich, jetzt erstmal irgendwo die Nacht verbringen, bevor wir uns hier weiter auf den Weg machen. Wie spät haben wir es denn jetzt? 23 Uhr. Wo sollen wir hin?
Ja klar, da an den Ort, das kennen wir schon. Unser Pferd müssten wir hier irgendwo... Ja genau, haben wir glaube ich vor dem Sumpf irgendwo gelassen. Ja gut, dann würden wir dorthin reisen und dann schauen wir mal weiter. Ja, ich denke wir bleiben hier, wir werden hinten da beim Stroh die Nacht verbringen. Haben wir irgendwie groß neue Sachen bekommen, die ich mir anschauen muss? Wir gucken mal ganz kurz rein. Sicher ist sicher. Ich glaube aber nicht. Von den Waffen her gab es keine Verbesserungen. Also irgendwas gefunden haben wir sicher. Aber nichts, was uns jetzt hilft. Auch hier gucken wir nochmal kurz rein. Vollmond wollten wir nicht machen. Nö, ich glaube, hier brauchen wir nicht groß abwarten. Dann werden wir ja bis 4 Uhr ruhen. Okay. Tränke sind aufgefüllt. So, die Nacht ist vorbei. Feuer könnt ihr ausmachen. Und was ich aber jetzt nochmal prüfen wollte, wie ist es dazu gekommen, dass wir diesen komischen Trank haben, den ich gar nicht haben will? Ich will eigentlich immer als zweiten Trank gerne Waldkauz haben. Wir gucken mal, was dann passiert ist. Katze, Schneesturm, Donner. Hä, wo ist denn unser Waldkauz? Ach Quatsch. Stimmt, ich hatte als zweiten schwarzes Blut. Nee, das glaube ich, habe ich so gemacht. Ja, natürlich, wer auch sonst. Wir werden, glaube ich, als zweiten Trank Donner mit reinnehmen. 30% Angriffskraft kann auch mal helfen. Tauschen wir das hier mal aus. So stimmt es dann aber. Alles klar. So, dann jetzt erstmal zu Plötze und dann ins Dorf. Bin auch ganz froh, wenn wir erstmal wieder rauskommen hier aus diesem fremdlichen Sumpf. Wir waren, glaube ich, von hier gekommen. Dann werden wir den süßen Pfad zurücklaufen. Ich vermute, viele gibt es nicht, die diesen süßen Pfad hin und wieder zurückgelaufen sind. War das ja auch früher so, dass die Kinder tatsächlich hier hingeschickt worden sind. Ich frage mich aber, wie sie dann an die Waisen gekommen sind. Es könnte natürlich sein, dass irgendwelche entfernten Verwandten oder Dorfbewohner die Kinder hier quasi abgegeben haben. Das ist natürlich auch denkbar. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir plötzlich hier zurückgelassen hatten. Wunderbar, da bist du ja hervorragend. Jetzt merken wir uns mal ganz kurz die Wegstrecke. Also, da vorne rechts und dann links und dann wieder rechts. Wenn hier alles vorbei ist, werden wir sicher auch nochmal den Sumpf nochmal ein bisschen genauer untersuchen. Diese ganzen Ruinen könnten noch von Interesse sein. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal um unsere Aufgabe. Es gibt ja auch noch zwei andere Aufgaben, die hier mit dem Sumpf zusammenhängen. Der wird uns, glaube ich, noch ein bisschen beschäftigen. Okay, da oben, da war der Felsen, den wir bestiegen hatten. Hier war auch der Felsvorsprung, wo dieser Trank... Ah, schaut mal, hier sind wir jetzt. Oh, Plötze. Kann Plötze springen? Aber wir können hier links vorbeireiten, ne? Das kann Plötze doch, oder? Ja, das geht. Diese Morgensonne, Wahnsinn.
So, und da sind wir tatsächlich im Ort. Sehr schön. Okay. Der Dorfälteste, der bleibt immer die Nacht über wach. Das respektiere ich. So, jetzt bin ich mal gespannt. Schönes Dorf. Ja, eine Perle der Sümpfe. Wenn du meinst. Und, kommt ihr zurecht? Tja, irgendwie schaffen wir es von Winter zu Winter. Kennst du diesen Dolch? Ja, Meister. Wusste nicht, dass du zu ihnen gehörst. Ja. Nee. Machen wir es so. Ich gehöre zu niemandem. Bin geschäftlich hier und will es rasch erledigen. Aha. So ist das also. Ich soll euer Problem lösen. Sag mir, worum es geht. Nur das Wichtigste. Der Krieg hat eine uralte böse Macht geweckt, die sich vom Blutvergießen nährt. Unsere Tage und Nächte sind Albträume. Die Leute gehen im Schlaf fort und kehren nicht mehr zurück. Sie liegen alle unter dem Baum beim Flüsterhügel, unbegraben. Väter, Söhne, Mütter, Töchter. Die Leute haben Angst, sie anzurühren. Dort musst du hin, den finsteren Mächten Einhalt gebieten. Ich brauche mehr Details. Du musst es selbst sehen. Meine Uroma hat mich dafür verdroschen, dass ich beim Flüsterhügel war. Aber was dort jetzt geschieht, ist ein Wunder. Ein paar Leute sind hin, um die Bäume zu fällen und den verfluchten Boden wieder urbar zu machen. Sie sind nicht zurückgekommen. Der Boden unter den Büschen ist weiß von Menschenknochen. Gott, was ist das für ein Horrorort? Wann hat all das angefangen? Vor 3 Jahren. Ich weiß noch, ich ging an einem warmen Tag zu den Wildfallen. Ich zog einen Hasen aus der Falle. Da wurde es plötzlich, mitten am Tag, finster. Ich dachte erst, dass ein Sturm aufziehen würde. Dann hörte ich ein Kreischen, das mir fast das Trommelfell zerriss. Der Hase verweste mir in den Händen und die Blätter wurden gelb, obwohl gerade mal Sommeranfang war. Seitdem herrschen schlechte Zeiten. Den Leuten werden die Zähne rabenschwarz. Die Frauen streiten sich wie Wildkatzen, wegen gar nichts. Die Kinder werden verkrüppelt geboren, lahm, ein Bangen und Fluchen. Wir flehen seit langem um die Hilfe der Herrinnen. Okay. Also, da scheint ja erstmal was dran zu sein. Und bei all diesen Schrecklichkeiten, die diese Mumen offenbar ja auch praktizieren, ist es wohl so, ja, dass sich die Menschen hier, die hier wohnen, damit arrangiert haben und die das Gefühl haben, dass die Mumen auch irgendwie für Ordnung sorgen. Und nun scheint also hier eine Macht zu sein, die stärker ist oder zumindest gleich stark wie die Mumen. Die Mumen können diese Macht nicht besiegen und nutzen jetzt die Gelegenheit, um uns die Sache aufzuhalsen. Puh, ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Naja. Die Herrinnen des Waldes kennen diese Macht nicht? Sie wissen alles. Die alte Thekla meinte, sie bestrafen uns, weil wir sie nicht mehr respektieren. Manche nennen sie sogar Hexen. Aber sie können es nicht sein. Sie haben ja dich geschickt. Ich sehe mich mal beim Flüsterhügel um. Sei vorsichtig, Meister Hexer. Unterschätzt dieses Böse nicht. Nee, das unterschätze ich nicht. Okay, bevor wir da aufbrechen, will ich hier noch mal kurz beim Händler was gucken. Ist er da? Nee, das war gar nicht das Händlerhaus. Das war sein Haus. Jemand hat meine Puppe geklaut. Ich hatte wieder diesen Traum. Und durch den Wald. Komm mal her. Was stehst du da so? Wer beschützt uns Arme vor den Hals? Milch! Frische Sauermilch! Ein! Ich will mal nämlich sehen, ob er wieder Geld hat. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Oder ob er... Ah, tatsächlich. So schnell bekommen die nicht mehr Geld. Interessant. Das hat mich jetzt einfach nur mal interessiert. Bis dann. Okay.
Die jetzt steht er davon. Schau mich nicht so an! So, dann gucken wir mal, was ist denn jetzt genau der Flüsterhügel? Der Flüsterhügel ist da drüben. Das ist aber nicht dieser Baum. Okay, das heißt, wir müssen runter über den Fluss und dann dorthin. Und wenn wir schon diese Gegend bereisen, werden wir natürlich uns unten diese Häuser da auch nochmal anschauen und was da, oder über den Sumpf, ne, was da auf der anderen Seite des Sumpfs sich befindet, das gucken wir uns auch an. Na gut. Dann fangen wir mal mit diesen Hütten und du bist der Hexenmann, an, die der wir hier unten gesehen haben. Ich hab schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Gehört das noch zum Ort? Ah nee, das sind irgendwie verlassene Hütten, so wie es aussieht. Ja. Aber wenn wir schon mal hier sind, untersuchen wir diese, würde ich sagen. Wer weiß. Irgendwas ist da auch. Oh ja. Ein Ghoul, wie es aussieht. Hinter der Hütte. Oh. Ein Allghoul. Ach du Schreck. Das waren die Viecher, wo wir noch nicht wissen, wie wir die bekämpfen sollen. Wartet mal kurz. Nee, Allghoul. Aber sie gehören... Ja, ist jetzt ein bisschen doof, aber ich... Ich krame jetzt in meiner Erinnerung. Das wird ja zumindest... Nee... Nee. Gehören die zu den Nekrophagen? Ich will ja zumindest mal wissen, welches Öl ich nehme. Ah, verfluchte Wesen. Was waren denn Ghule, Leute? Finde ich jetzt noch nicht mal die normalen Ghule? Konstrukte. Nekrophagen. Doch. Ah, okay, alles klar. Es waren Nekrophagen. Ich hatte sie nur übersehen. Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall Nekrophagenöl. Das ist klar. Und das Ding ist stark, ne? Das Ding ist stark. Aufs Silberschwert. Puh. Naja. Gucken wir mal. Ja. Wir haben doch auch irgendwie... Okay, wir kriegen Schaden. Das kriegen wir hin. Alles gut. Ah, ist doch kein Problem. Still. Renn. Schaut mal. Jetzt können wir zusehen, wie es verbrennt. Ja, okay, dieses Zeug ist ein bisschen unangenehm. Jawohl. Okay, damit haben wir ein Allghul besiegt. Und damit haben wir die jetzt auch endlich im Bestiarium. So, was ist denn das Geheimnis dieser Viecher? Allghule sind die beschissensten aller Ghule. Japen, Zigrin, Zwergenkrieger. Allghule unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Größe, Stärke, Farbgebung und vor allem ihrer Intelligenz von normalen Ghulen. Während Ghul und Gravere primitive Kreaturen sind, die nicht mal einfache Überfälle planen können, sind Allghule und artverwandte Wesen wie Zemetauren zu planerischem Vorgehen fähig und daher weitaus gefährlicher. Nekrophagenöl und Axi hilft gegen die... Ah, alles klar. Ja gut, das muss man wissen. Das werden wir natürlich dann das nächste Mal anwenden, wenn wir Allghule treffen. Aber jetzt gucken wir uns hier nochmal um. Abgeschlossen, ernsthaft? Das ist auch skurril, ne? Art hilft hier nicht, obwohl die Tür nun wahrlich nicht besonders stabil aussieht. Gut, das Ganze ist hier aufgegeben. Hier können wir mit gutem Gewissen ein bisschen plündern. Warte mal, da war abgeschlossen. Genau, hier waren wir noch nicht. Hier ist natürlich auch abgeschlossen, ganz klar. Hier ist gar keine Tür mehr drin. Okay, viel war es nicht. Aber es war schon von Wert, einfach einen Allghul zu treffen, der alleine hier war. Bei denen konnten wir ganz offensichtlich gut besiegen.
Und dadurch haben wir jetzt hier an Wissen gewonnen. Ach so, wir sind jetzt hier unten am Wege. Da muss ja auch Plötze hier irgendwo warten. Sammeln wir das nochmal schnell ein. Gut, da oben ist sie. Mehr ist hier nicht zu holen, liebe Leute. Das heißt, wir können uns wieder auf den Weg machen. Aber das machen wir dann das nächste Mal. Wir werden herausfinden, was da los ist bei dieser Anhöhe, was auch immer das jetzt gewesen ist. Ich bin gespannt. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwald.